Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Silvan Forster und das hier war als kleines Kind meine Lieblingsserie. Viele von Ihnen werden es erkennen, es handelt sich um Knight Rider. Die Serie handelt von Michael Knight und Kit, einem sprechenden Fahrzeug, die gemeinsam gegen das Böse gekämpft haben. Seit der Erstausstrahlung dieser Serie ist es über 36 Jahre her. Und was dazu mal unvorstellbar war, ist heute näher an der Realität, als wir jemals gedacht haben. Like your new A-Class. Hey Mercedes. How can I help you? Change color. Make it cooler. Play my music. The A-Class, starting at 32.500. Ja, mit Autos zu sprechen oder mit Geräten zu sprechen, das ist heute möglich. Und gewisse Menschen haben schon lange darauf gewartet, andere nicht. Und man fragt sich natürlich bei all diesen Artikeln, die man liest, Newsletter, Blogbeiträgen, Voice, ist das wirklich the next big thing? Wird es einen relevanten Einfluss auf mein Unternehmen haben? Oder ist das alles nur ein Hype? Geht das wieder vorbei? Ich habe heute in diesem kurzen Referat, darf ich kurz auf Voice eingehen und möchte Ihnen auch aufzeigen, warum dass ich sehr stark daran glaube, dass Voice User Interfaces einer der bedeutendsten Arten von Interface in der Zukunft sein werden. Ja, Voice User Interfaces, um was geht es? Es geht eben darum, dass wir als Menschen mit Sprache, mit Geräten interagieren können und darauf basierend Dialoge führen können. Und das unterscheidet sich zu den bisherigen User Interfaces, die wir bisher mit Tippen und Klicken bedient haben. Genau. Und Voice Assistants, das ist eine der bekanntesten Arten von Voice User Interfaces. Und da möchte ich gerne kurz einen Anflug machen und Sie auf die Reise mitnehmen. Bei Voice Assistants ist es häufig so, dass wenn man Leute fragt, an was sie denken, kommt ein Smart Speaker, werden Smart Speakers genannt und eigentlich sind Voice Assistants nicht viel mehr als Software. Diese Software, die ermöglicht es, basierend auf Spracherkennung, Fragen zu beantworten oder Anliegen zu erledigen für uns und diese Software, die benötigt einen Chip. Dieser Chip, der muss in einem internetfähigen Gerät verbaut sein und dieses Gerät sollte über ein Mikrofon verfügen, damit sie die Sprachbefehle auch aufnehmen kann. Vereinfacht gesagt sind Voice Assistants eigentlich ein Layer zwischen uns Menschen und Geräten und das sind Voice Assistants respektive Smart Speakers eben nur eine von ganz vielen verschiedenen Arten von Geräten, mit denen wir uns unterhalten können. Genau, das ist eine Auswahl von verschiedensten Voice Assistants, die heute auf dem Markt sind. Einige werden Sie kennen, andere vielleicht nicht. Grundsätzlich ist es so, dass man grob gesagt sagen kann, man kann Voice Assistants in zwei Kategorien unterteilen. Einerseits gibt es Technologieunternehmen, die generelle, universelle Assistants anbieten, die uns mit einer breiten Palette von Funktionen unterstützen. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die selber Assistants entwickeln, die kommen aus einer Nische, aus einer bestimmten Domäne. Und da sehen wir beispielsweise Swisscom, die kürzlich einen eigenen Assistant angekündigt haben. Und das sind eben spezialisierte Assistants, auch wenn sie beispielsweise auch andere Funktionen ausüben können. In der Schweiz aktuell offiziell verfügbar gemäß Herstellerangaben sind bei den Tech-Unternehmen ist das Bixby, Google Assistant seit Oktober dieses Jahres und Siri und eben auch Swisscom. Und in diesem Bereich haben wir als Unternehmen auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und Services zu entwickeln oder unsere Inhalte zu optimieren. Bei Swisscom werden wir das sehr wahrscheinlich künftig auch können. Es würde mich sehr erstaunen, wenn dieses Ökosystem geschlossen bleibt. Hier noch ein Signal, mit welcher Energie und welcher Kraft Tech-Unternehmen in das Thema Voice oder AI investieren. Amazon hat über 10.000 Mitarbeitende, die ausschließlich für Amazon Alexa arbeiten. Das ist also nicht etwas, das Amazon oder Google nebenbei macht. Das ist the next big thing für sie und entsprechend investieren sie auch sehr viel. Wir haben vorher gesehen, dass es für Voice Assistants auch Geräte braucht. Da vielleicht auch kurz ein Einblick. Mittlerweile sind wir so weit, dass man sagen kann, Voice gibt es eigentlich überall. Beim letzten Product Launch von Amazon wurde eine Brille und auch ein Ring präsentiert.
Und ja, wir können heute mit Staubsauger, Fernsehgeräten oder Mikrowellen sprechen. Ob das wirklich sinnvoll ist, ich glaube nicht. Ich sehe vier Hauptgebiete, wo ich denke, dass die Entwicklung extrem zulegen wird. Das sind einerseits Smart Speakers und Displays, Hearables, das Auto, wo wir plötzlich dank Voice Assistants zusätzliche Zeit gewinnen können, oder eben auch Smartphones. Die folgende Grafik unterstreicht eigentlich diese Hypothese. Wir sehen, dass nicht Smart Speakers am meisten genutzt werden, sondern Voice Assistants am häufigsten auf Smartphones oder im Auto verwendet werden. Diese Umfrage hier stammt aus den USA und gefragt wurden die Konsumenten, wo dass sie Voice Assistants verwenden. Entsprechend ist eigentlich heute, sind Voice Assistants mobile first. Das bedeutet, auf diesen Geräten haben die Nutzer auch ein Display und das bedeutet eben auch, dass Voice nicht nur Audio ist, sondern auch ein Screen beinhalten kann und Voice Assistants entsprechend multimodal sind. Genau, vielleicht hier noch kurz ein Einblick, wie so die Entwicklung ist. In den USA haben mittlerweile über ein Viertel aller Haushalte einen Smart Speaker zu Hause, das ist ein Wachstum von 40%. Ja, was passiert in Europa? Das sind die neuesten Zahlen aus Großbritannien und Deutschland. Jeder fünfte Haushalt in Großbritannien hat einen Smart Speaker zu Hause. In Deutschland jeder zehnte. Jetzt kann man sagen, ja gut, das sind ja nur Geräte, das entspricht noch nicht effektiv der Nutzung. Vielleicht hier noch eine Zahl von den Smart Speaker Besitzern in England nutzen 70% der Personen ihren Smart Speaker täglich. Was passiert in der Schweiz? Es wurde vorhin erwähnt, es gibt eine erste repräsentative Studie und die zeigt, in der Schweiz nutzen 1% der Bevölkerung Smart Speakers und basierend auf den Zahlen von Ende letztes Jahr planen 13% künftig Smart Speakers zu nutzen. Da wird es natürlich spannend sein, wie denn die neuesten Zahlen aussehen und ob wir da wirklich auf diese 13% kommen werden. Nun, wie sieht denn die Nutzung aus? Hier eine kleine Statistik zu Smart Speaker Nutzen und man sieht, die beliebtesten Funktionen sind sehr einfach. Die User fragen das Wetter ab, sie stellen einen Timer, sie stellen einfache Fragen, einen Wecker oder hören die News. Und die sogenannten Voice Apps, also Alexa, Skills oder Google Actions, die werden von den Smart Speaker Nutzern noch kaum genutzt. Zumindest nicht täglich. Ja, das sind schon einige Signale, die darauf hindeuten, dass Voice in der Zukunft wichtiger wird. Tech-Unternehmen, die sehr viel investieren. Wir haben eine Vielzahl an Geräten, die bereits über die nötige Technologie verfügt. Und wir haben eine stark zunehmende Nutzung. Aber das ist nicht der Grund, warum ich daran glaube, dass Voice das Interface der Zukunft ist. Ein Beispiel ist das Principle of Least Effort. Wir Menschen, wir tendieren dazu, unsere Energie so einzusetzen, dass wir eben möglichst wenig Aufwand haben. Und unser Hirn ist eigentlich so vernetzt, dass wenn wir mehrere Optionen haben, dass wir uns natürlich zu diesen Optionen hingezogen fühlen, die für uns am wenigsten Aufwand ist. Und, oder Aufwand bedeutet. Und mit Voice Assistants oder Voice User Interfaces generell kann man eben je nach Anwendungsfall sehr viel Zeit und Mühe sparen. Hier ein Beispiel. Wenn ich meine Einkaufsliste führe mit einer App, muss ich mein Smartphone vornehmen, die App öffnen, die Artikel eintippen, das Smartphone wieder sperren und weglegen. Wenn ich eine physische Einkaufsliste habe, dann muss ich je nachdem, wo ich bin, extra aufstehen, vielleicht in die Küche gehen und die Einkaufsliste befüllen. Mit einem Voice Assistant, egal ob ich im Auto bin, beim Joggen oder auf der Couch liege, kann ich mehrere Artikel in wenigen Sekunden auf meine Einkaufsliste schreiben. Und die ist vielleicht auch mit meiner App verbunden, das ist nicht, schließt einander nicht aus, aber genau aus solchen Gründen glaube ich, dass der Mensch sich zu dieser Technologie hingezogen fühlt. Neurowissenschaftler haben untersucht und herausgefunden, dass gesprochene Interaktion ein geringeres Niveau an Hirnaktivität benötigt. Sie sehen hier einen Scan von einem Hirn von einem Amazon Alexa User und auf der rechten Seite ein Gehirn für dieselbe Abfrage von einem Smartphone User, der die Tastatur genutzt hat. Und das ist ein klares Zeichen oder ein Indiz, dass eben die Nutzung von Voice Assistant geistig weniger belastend ist und für uns sprechen die natürlichste Interaktionsmöglichkeit
darstellt, die natürlichste Interaktionsform. Aber ja, Voice ist nicht nur einfacher, es ist auch schneller. Die Stanford University hat eine Studie, in einer Studie herausgefunden, dass wir über dreimal schneller sprechen können, als wir Text auf einem Smartphone eintippen können. Und dabei ist die Fehlerquote 20% tiefer. 50 Wörter pro Minute oder 150. Und wenn man sich Statistiken anschaut, wie viel besser das die Spracherkennung bei Voice Assistants wird, ist es auch nicht wirklich ein Problem für die Tech-Unternehmen, schnell gesprochene Sprache zu verstehen. Ja, genau, das sind einige Signale und für mich ein klares Indiz, dass eben Voice in irgendeiner Form die Zukunft als User Interface prägen wird. Und hier noch ein kleines Beispiel, zu was das Voice Assistants heute schon fähig sind. Achten Sie auf die Geschwindigkeit, in der die Aktion durchgeführt wird. Open Calendar. Open Calculator. Open Photos. Set a timer for 10 minutes. What's the weather today? What about tomorrow? Show me John Legend on Twitter. Get a Lyft ride to my hotel. Turn the flashlight on. Turn it off. Take a selfie. Das ist von der letzten Entwicklerkonferenz von Google und zeigt die neueste Generation des Google Assistant, wie er auch auf dem neuesten Google Handy verbaut ist. Und gibt auch einen Eindruck, wie viel schneller und besser diese Technologie wird. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, wenn Sie vor 2 Jahren mal mit Siri gesprochen haben, da liegen Welten dazwischen. Und wenn man jetzt nach vorne denkt, was in den nächsten 1, 2, 3 Jahren noch alles passieren kann, bin ich da ziemlich positiv gestimmt, dass diese Technologie unseren Ansprüchen genügen wird. Ob es ethisch vertretbar ist und was da noch alles dazugehört, ist ein anderes Thema. Genau. Nun, jetzt sagen Sie sich vielleicht, okay, na und, schön, kommt das halt. Ich denke, als Vertreter von Unternehmen sollten Sie daran denken, dass dies einen recht großen Einfluss auf die Customer Journey Ihrer Kunden haben kann. Wir sehen hier eine sehr stark vereinfachte Customer Journey, beispielsweise von einem Retailer. Ich habe eine Inspirationsphase, eine Vorbereitungsphase zum Kauf, einen Kauf, eine Nutzung, einen Support. Und auf der linken Seite sind die verschiedenen Kanäle, die mir je nach Phase zur Verfügung stehen. Und hier in der Mitte sind sie die Touchpoints. Mit Voice Assistants kommen zusätzliche Kanäle auf diese Customer Journey hinzu. Und das bedeutet, dass hier während den verschiedenen Phasen in der Customer Journey x verschiedene neue Touchpoints entstehen. Und Sie als Unternehmen sollten sich überlegen, wie Sie diese Touchpoints gestalten können und wollen, wenn Sie für Ihre Kunden relevant bleiben möchten. Ja, schlussendlich ist es eigentlich aus Marketing-Sicht relativ einfach. Man möchte dort sein, wo die Kunden sind. Man sollte dort sein, wo die Kunden sind. Egal, ob es um Branding geht oder um neue Services. Und wenn die Nutzung von Voice Assistants auch in der Schweiz zunehmen wird, dann sollten die Unternehmen eben auch dort für ihre Kunden bereitstehen. Was können Sie tun? Grundsätzlich gibt es zwei übergreifende Möglichkeiten. Einerseits können Sie die Inhalte so optimieren, dass Sie bei Abfragen von Voice Assistants auch gefunden werden oder überhaupt in Frage kommen, gefunden zu werden. Da möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Da gibt es später noch ein Referat, das sich mit diesem Thema befasst. Und auf der anderen Seite gibt es Voice Apps, sprich Anwendungen, die Unternehmen entwickeln können, die den Kunden dann für Amazon Alexa oder Google Assistant oder teilweise auch für Siri zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um Anwendungen, das ist vergleichbar wie bei Mobile Apps. Da gibt es auch eine Art Store, wo ich als Nutzer entdecken kann, welche Anwendungen es gibt. Auch hier wie bei Mobile Apps die Herausforderung natürlich von der Sichtbarkeit. Wenn wir jetzt nach Amerika, in die USA schauen, sehen wir, dass schon bereits recht viele große Unternehmen solche Anwendungen entwickelt haben. Viele davon haben eine sehr schlechte Bewertung, das ist jetzt noch auf der besseren Seite. Aber zum Beispiel kann ich meinen Uber über Alexa rufen, ich kann eine PayPal-Zahlung vornehmen oder ich kann eben meinen Kaffee bestellen. Und diesen Anwendungsfall finde ich spannend, weil Starbucks wirklich vom Kunden her gedacht hat. Starbucks hat herausgefunden, dass 73% ihrer Kunden
immer dasselbe bestellen. Egal ob vor Ort oder von zu Hause. Und das ist ein perfekter Use Case, den man mit Voice abbilden kann. Und so kann ich, wenn ich mein Konto verknüpft habe mit Amazon Alexa, kann ich in der kürzester Zeit etwas bestellen, egal ob ich im Auto unterwegs bin oder zu Hause, und kann dann meinen Kaffee in der Filiale abholen. Ein weiteres Beispiel ist Banking. Auch hier Anwendungsfälle, die regelmäßig stattfinden, die eigentlich einfach sind, eignen sich potenziell für Voice. Die sind bereits mehrere Jahre unterwegs. Hier kann ich meinen Kontostand abfragen, die letzten Bewegungen oder auch Zahlungen tätigen. Und für Kunden kann das einen Zeitgewinn darstellen. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Auto und können kurz Ihre letzten Bewegungen checken. Das kann durchaus einen Mehrwert bieten. Spannend sind Funktionen, die von Google selber auch angeboten werden, wo man als Unternehmen mit Google zusammenarbeiten kann. Wenn ich ein Gmail-Konto habe und eine Flugbestätigung erhalten habe, bekomme ich vom Google Assistant automatisch eine Erinnerung, dass ich einchecken muss, und ich kann über Voice in wenigen Sekunden meinen Flug einchecken. Auch hier wieder Principle of Least Effort. Ich spare sehr viel Zeit und Nerven, je nach Kontext, wo ich mich darin bewege, und für mich ein tolles Beispiel. Andere Anwendungsfälle, die auch eher einfach sind, und ich glaube, es geht im Moment eher um die einfachen Anwendungen, weil komplexe Kaufprozesse sind heute kaum abzubilden auf Voice Assistants oder sicherlich nicht kundenfreundlich. Hier die Deutsche Bahn, die es ermöglicht, die Abfahrtzeit von Zügen abzufragen. Ich kann meinen Standardbahnhof hinterlegen und so auch wieder sehr einfach und schnell und ortsunabhängig die wichtigste Information finden. Spannend hier noch vielleicht eine Anekdote: Was sind die meistgenutzten Voice-Apps heute? Nicht etwa Starbucks oder so, sondern es sind Audioformate. Etwa 4 oder 5 der Top 10 Voice-Apps sind ganz einfache Anwendungen, wo ich Schlafmelodien abspielen kann oder Regengeräusche. Genau, so viel zum aktuellen Stand von Voice. Genau. Ja, ich glaube, das Medium gibt es vor, es ist Audio und es ist ein einfacher Anwendungsfall, und das muss man sich halt auch vor Augen führen, wo wir heute stehen. Genau. Jetzt, was passiert in der Schweiz? So einiges, es gibt verschiedene Beispiele von Unternehmen. Das hier ist die Voice Map Switzerland, die verschiedenste Beispiele aus der Schweiz aufführt. Dafür haben wir zu wenig Zeit. Aber ich empfehle Ihnen, diese VoiceMap herunterzuladen. Die ist kostenlos verfügbar unter voicemap.ch. Da sehen Sie auch verschiedene Unternehmen aus der Schweiz, die bereits mit Voice-Apps live am Markt sind, aber eben auch andere Services für Voice-User-Interface, die vielleicht Ihnen und Ihrem Unternehmen als Inspiration dienen. Nun, zum Schluss. Meine Message ist: Start now, learn small, be ready. Ich denke, es ist höchste Zeit, sich mit Voice auseinanderzusetzen. Und es ist auch eine tolle Technologie, um in kleinen Schritten vorzugehen. Hier einige Empfehlungen. Auch bei Voice sollte der Kunde konsequent ins Zentrum gestellt werden. Also Methoden wie Design Thinking und Lean Startup können mit Voice ohne Probleme angewendet werden, mit Post-its oder gesprochenen Dialogen, und man sollte auf keinen Fall einfach aus dem Unternehmen raus etwas auf den Markt pushen. It's all about Kontext. Man sollte sich überlegen, in welchem Kontext eine Anwendung oder eine Frage gestellt wird. Ist es im Auto bei 120 auf der Autobahn oder ist es zu Hause auf der Couch im Smart Speaker oder vielleicht mit den Kopfhörern beim Joggen? Das alles sind Aspekte, die berücksichtigt werden sollten. Experimentieren und testen. Vielleicht ein Beispiel, was wir bei der Migros gemacht haben. Wir haben 3 ganz einfache Voice-Prototypen umgesetzt und diese unserem Management vorgestellt. Und da braucht es keine Schnittstellen. Das ist sehr einfach und schnell möglich. Und hier geht es vor allem darum, die Technologie erlebbar zu machen. Spannend auch in der Schweiz, wir hinken den anderen Märkten hinterher. Das ist für uns eine Riesenchance. Wir können nach Amerika, nach Großbritannien, Deutschland oder auch Asien schauen und schauen, welche Unternehmen in unserer Branche schon Experimente wagen, diese kopieren oder eben besser umsetzen. Und Voice vielleicht auch ist eben nicht nur ein Projekt. Auf keinen Fall sollte man den Fehler Launch und Forget machen. Es ist eine Langzeitinvestition. Und je früher, dass Sie starten, desto eher sind Sie bereit, wenn es darum geht, dass Voice User Interfaces vermehrt genutzt werden. Und auch wichtig,
Es braucht neue Fähigkeiten und Skills. Es nützt nicht, einen UX-Designer, der 10 Jahre lang Screens designt hat, nun ein Sprachdesign vornehmen zu lassen. Dafür gibt es Linguisten und Experten. Und insbesondere auch, wenn man, das hören wir später auch noch, an Sonic Branding denkt, etc., geht das viel, viel weiter. Und hier sollten Sie früh sich damit auseinandersetzen und auch die nötigen Skills reinholen. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch dieses Zitat auf den Weg geben, wo ich glaube, das passt sehr, sehr gut zu Voice. Es ist ein Zukunftsforscher, Roy Amara, der hat gesagt, wir Menschen tendieren dazu, technologische Entwicklung kurzfristig zu überschätzen, aber langfristig zu unterschätzen. Und beim ganzen Buzz und Hype um Voice aktuell, denke ich, trifft das sehr gut zu. Ich denke, man sollte auf keinen Fall die langfristigen Auswirkungen unterschätzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich natürlich später mit Ihnen noch beim Aperol zu diskutieren, Fragen zu beantworten. Danke.